Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Neues Telonym beantworten Video. Und ja, also erstmal muss ich nochmal kurz was sagen bezüglich dieses Videos. Wartet. Ich habe nur kurz die Kamera ein bisschen sauber gemacht. Bis das ein bisschen besser aussieht. Irgendwie ist es immer so, wenn ich irgendwie das Licht anhabe, ist die Qualität hier irgendwie nicht so gut. Also die Qualität ist eigentlich wirklich irgendwie nur am besten irgendwie, wenn das Tageslicht rauskommt, denn ich nehme das hier gerade um 0.35 Uhr, so 36 auf. Bevor ich es allerdings an 12 Uhr mittags. Trotzdem möchte ich erstmal eine Sache sagen, und zwar, ich möchte in Zukunft übrigens etwas ändern. Ich werde nicht mehr so oft diese Videos rausbringen. Das heißt nicht, dass es inaktiv wird oder so. Nein, ich möchte das nur wahrscheinlich ein bis zweimal die Woche rausbringen. Und vor allem möchte ich auch noch gucken, dass ich auch langsam wieder auch andere Formate noch mache, damit nicht mein YouTube irgendwann zigtausende von Telonym-Beantworten-Videos hat. Ja. Trotzdem mache ich da mal die allererste Frage. Wie kann man dich kennenlernen? Also am allerbesten Instagram. Nicht irgendwie, keine Ahnung, Facebook oder sonst irgendwas. Ey, okay. Wer benutzt doch Facebook? Ne? Wer, also... Doch, natürlich benutzen noch viele, aber ich glaube, das ist. Es sind eher so, keine Ahnung, 40. Ist nicht. Ist nur ein Vor. Was ich so denke. Also, ich denke, niemand, der irgendwie 20 oder so ist, nutzt Facebook. Also, okay. Deshalb also am besten über Instagram. Snapchat habe ich nicht. Habe ich gelöscht, weil. Es war Platzverschwendung auf dem Handy. Also am besten Facebook. Dort schreibt ihr mir am besten einfach normal, hi, hey oder was auch immer. Nur mal so, also okay. Aber auf jeden Fall Insta. Ist ja, glaube ich, habe ich es verlinkt? Ich glaube ja. So, nächste Frage. Schnee oder Regen? Also wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste, also natürlich am liebsten eigentlich Sonne, weil ich gehe am liebsten raus, wenn es draußen sonnig und warm ist. Okay, aber auch nur aus dem Grund, was dann hier drin auch teilweise ist. Also zum einen, es motiviert mich mehr rauszugehen, wenn es richtig schön Sonne und warm ist. Andererseits ist es dann auch hier drin einfach dann zu warm, dass ich dann keinen Bock habe, drin zu sein. Aber okay, wenn ich mich zwischen diesen beiden entscheiden müsste. Regen. Ganz einfach, weil bei Regen kann ich noch raus. Zwar ohne Handy oder so, aber ich kann raus. Bei Schnee wiederum kann ich nicht raus, weil dann draußen über die Straßen und alles glatt ist und ich dann halber am Ausrutschen bin. Deshalb Regen. Nächste Frage. Mit welcher Person hast du als letztes ein Selfie gemacht? Mit mir selber. Kann man auch sehen auf Instagram und so, mit mir selber. Ich meine, ganz, ich weiß nicht mal, mit wem ich als letztes ein Selfie gemacht habe. Das ist jetzt vor Jahr, das ist jetzt Jahre her, dass ich mal irgendwie mit einer anderen Person ein Bild gemacht habe oder so. Und selbst wenn es war, ja, nee, aber das letzte Selfie zum Beispiel, das war mit mir, aber das war ja nicht die Frage. So. Nächste Frage. Wie hast du gestern deinen Tag verbracht? Und Alter, das ist, ja, das Ding hier ist übrigens schlecht gestellt. Es wird immer kleiner. Also, wie hast du gestern deinen Tag verbracht? Ich nehme übrigens mal den Sonntag. Warum? Okay. Es geht, also klar, vor allem für euch ist ja der letzte Tag vor allem. Und für mich mit 0.40 Uhr eigentlich ist ja Sonntag auch schon der letzte Tag. Vor allem, selbst wenn ich jetzt aus meiner Perspektive dann oder und zeitig bin, ich doch noch den Samstag nehmen würde.
Weil für manche ist er erst der nächste Tag, wenn sie gepennt haben. Aber offiziell ist heute Montag. Deshalb der Sonntag, ne? Passt so oder so. Warum ist es einfach relevanter? Warum? Am Samstag habe ich nichts gemacht. Okay, gestern auch nicht, aber gestern habe ich nichts mit einem Zusatz gemacht. Warum? Ganz einfach, normalerweise ist es doch was so, dass ich zum Beispiel sage, dass ich, zum Beispiel wenn ich am Laptop sitze, das zählt für mich mittlerweile schon als nichts. Weil es einfach ist so Standard. Aber gestern, da habe ich mal gesagt, Laptop aus, nur den Fernseher, keine PS4, kein Laptop. Einfach aus dem Grund, wollte mal gucken, wie das ist. Und es war anders da. Es war irgendwie erfrischend, erholend. Sollte ich öfters machen. Vor allem aber habe ich es gesagt, weil am Samstag war es ja ein bisschen wärmer. Und dann hat sich, weil ich tatsächlich beide Geräte anhatte, war es dann hier so heiß, dass ich dann die Nacht den Ventilator anhaben musste, damit ich pennen kann, weil es so heiß hier drin war. Es hatte hier drin schon ungefähr so 30 Grad oder so. Es ist vielleicht für viele nicht so schlimm, aber ich mag es drin nicht warm. Also, das ist das Lustige. Also, ich mag es drin nicht warm. Ich hasse es. Aber draußen hasse ich es kalt. Das ist das größte Problem. Deshalb zum Beispiel, nur mal so, deshalb rege ich mich zum Beispiel über den Winter auf, wenn ich draußen bin und es einfach schlechtes Wetter ist, wenn es kalt ist und so, weil draußen ist es dann kalt, das mag ich dann nicht. Weil zum einen ist es so, da kann ich einfach nicht rausgehen, weil ich dann mit dicken Jacken unterwegs bin und trotzdem noch friere. Dann gleichzeitig irgendwie auch wegen der Kälte habe ich dann Probleme irgendwie mit meinen Knochen. Zum Beispiel bekomme ich dann voll Rückenschmerzen und so weiter. Ja. Aber drin hasse ich es dann warm. Weshalb ich mich dann zum Beispiel dann immer wieder über den Sommer aufregen tue. Wenn ich dann hier drin sitze und einfach eingehe, nachts teilweise nicht schlafen kann und sonst was. Weil es einfach zu warm ist und ganz mehr ist es. Dort. Da ist mein Fenster auf der Seite. Und dort scheint auch dann direkt die Sonne rein den ganzen Tag, was dann richtig dann warm macht. Wahrscheinlich ist es auch dieses so, wenn es dieses Jahr doch noch warm werden sollte. Ich habe keine Ahnung. Aber falls ja, ich habe keine guten Hoffnungen. Dann werde ich wahrscheinlich im Sommer den Laptop auslassen. PS4 wahrscheinlich genauso. Aber okay. So, nun die letzte Frage. Warst du schon mal verliebt? Ja. Also, ich ja. Leute in mich wiederum nein. Warum ich das sage? Nur mal so für die, die es vielleicht interessiert, eben, dass ich eigentlich noch nie Erfolg habe. Hatte. Ja, ich bin bis heute tatsächlich noch Single und ja, ist halt so. Aber auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Keine Ahnung, was ich mache. Ich versuche auf jeden Fall, dass es kein Telonym beantworten Video wird. Ich habe keine Ahnung, was es wird, weil ich habe ein paar Projekte schon noch im Hintergrund. Muss nur gucken, wie es mit der Verbindung und so dann läuft. Und dann würde ich sagen, lasst ein Like da. Kommentiert. Das ist jetzt die Pflicht. Liken, kommentieren, Pflicht. Sonst kommt unter eurem Bett der Angert hervor. Und das will man nicht. Also auf jeden Fall würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, keine Ahnung, was ich mache.